Nein, ich sehe die Jungs fast jeden Tag beim Training. Ich weiß, was die Jungs können. Wir sind läuferisch gut. Wir sehen auch dieses oder ein oder das nächste Spiel vielleicht verlieren. Ist auch vollkommen wurscht. Ich will nur, dass wir als Mannschaft auftreten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Machen wir auch 2 Tore und der Sieg ist also auf alle Fälle verdient. Ich würde eher sagen, dass Maccabi guten Zugriff auf uns bekommen hat, in der ersten Halbzeit vor allem. Da haben wir echt verschlafen, in Anführungsstrichen, wie man so schön sagt. Aber Maccabi war einfach schneller am Kopf, ja, schneller gehandelt, besser vororientiert, besser drauf gewesen. Und haben halt nicht geschafft, so aufzulösen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und deswegen hochverdient hat Maccabi heute gewonnen, muss man ganz klar sagen. Und wir haben erst halb dann auch 1-0 geführt aus dem Nichts, sage ich mal. Das war ein bisschen glücklich. Ja. Aber trotzdem, mit zweiter Halbzeit haben wir so eine gute Phase von 10 Minuten anfangen. Und dann hatten wir die Chance auf 2-0, ja, was trotzdem unverdient gewesen wäre, aber wäre es 2-0 gewesen. Und dann hätten wir, denke ich mal, zumindest das Spiel nicht verloren. Und ja, aber selber schuld und insgesamt Gratulation an Maccabi für ein gutes Spiel. Was weiß man nie, wo man vor Saison steht. Und ein alter Trainer hat mal zu mir gesagt, schau auf die Tabelle nach 10 Spielen. Da stehst du dann da, wo du eigentlich auch hingehörst. Ich muss sagen, das weiß man nie, wie die Mannschaft, wenn man sie aufbaut, die Saisonvorbereitung mitmacht und so weiter, wie sie dann beim ersten Spiel dasteht. Da haben wir nur 0 gespielt in Frohnau. Danach haben wir bisher alles gewonnen, da freue ich mich sehr drüber. Aber auch wenn wir mal einen verlieren, davon lassen wir uns nicht umwerfen. Wir trainieren regelmäßig, macht riesen Spaß mit der Mannschaft. Hier ist ein gut geführter Verein. Ich freue mich und bin sehr wohl hier. Ja, zurzeit noch sehr schwankend, ja, aber das denke ich mal auch normal bei 12 Neuzugängen, neues Trainerteam. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall noch weiterhin finden. Und ja, ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Wochen auch einige Leistungsträger, die jetzt leider lange verletzt waren, zurückkommen, dass wir auch noch mal ein bisschen uns besser einspielen können auf vielen Positionen. Aber insgesamt müssen wir auch ganz klar sagen, vom Trainerteam aus bis zum letzten Spieler müssen wir es einfach insgesamt von der ersten Sekunde an besser machen und nicht irgendwann zweite Halbzeit anfangen, sag ich mal, irgendwie mitzuhalten. Das darf nicht unser Anspruch sein und ist auch nicht unser Anspruch. Und da müssen wir uns alle gemeinsam hinterfragen. Und dann das Geile halt im Fußball ist, man hat dann nächste Woche wieder die Chance, besser zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.